herzliches Grüß Gott zum Wort am Sonntag. Heute wahrscheinlich ein langes Wort zum Sonntag. Ich kann nichts dafür. Es muss raus. Ja, der Titel ist eine Frage. Wer sagt das? Und es gibt hier wirklich manchmal Sachen, wo ich mich frage, ja, wer bestimmt eigentlich über uns die ganze Zeit? Über solche Sachen. Über Kinkerlitzchen. Über Blödsinn. Über mein bestes Beispiel, ich liebe es immer wieder. Ich weiß, dass es langsam vorbei ist. Ja? Es ist nicht mehr ganz so streng, wie es mal war. Ich war damals, es hieß zu den Piemont der Wochen bei der Haberl Gastronomie, und ich habe mir damals erlaubt, zu einem Fisch Rotwein zu bestellen. Dieser Ober hat sich geweigert, mit Händen und Füßen mir diesen Rotwein zu bringen, weil das nicht zusammenpasst. Und ich, Prolet und Banause, habe das trotzdem bestellt, habe es aber nicht gekriegt. Ich habe es nicht gekriegt. Ich weiß, heute ist das nicht mehr ganz so streng und heute machen wir das ein bisschen anders. Nun, ich habe mich mal schlau gemacht, wo kommt denn sowas her? Ja, wer bestimmt denn so etwas, was da schmeckt und was mir nicht schmeckt? Also die französische Küche sagt ganz allgemein, dass der Rotwein in der Regel Tannin beinhaltet und der Fisch beinhaltet Eisen. So, Eisen und Tannin zusammen ergeben Bitterstoffe und damit würde das Essen bitter schmecken. Nehmen wir mal an, es wäre so. Kann ich da nicht selber bestimmen, wie bitter ich es haben will? Man, heute sagt man dann, ja, wenn leichte Rotweine mit nicht so hohem Tanningehalt, das wäre schon okay. Und dann Fische, kommt drauf an, ja, wie stark der mit Soßen belegt oder gebraten wurde oder wie auch immer. Also, bessere Ausreden gibt es gar nicht. Also, woher kommt es wirklich? Wer hat das eigentlich mal in die Welt gesetzt? Wahrscheinlich, so ganz sicher ist das nicht, war es der Jean-Anselme Brillant Savary. Der hat ein Buch geschrieben, das Buch heißt Physiologie des Geschmackes. Und der kleine Franzose hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass uns gesagt wird, was uns schmecken darf und was nicht. Ich bin der Meinung, Geschmack ist etwas sehr Individuelles, aber mein Gott. Ja, das ist aber Rotwein zu Fisch, ist nicht alles, was man uns so erzählt. Ja, es, wenn ihr euch das überlegt, Mode, da wird jedes Jahr neu Kleidung gekauft, weil, oder zumindest alle 5 Jahre, ne, oder alle 3 Jahre, je nachdem, wie penibel man da ist. Aber es ist ja eine neue Mode. Das vorher passt Grün und Blau nicht mehr zusammen, dann auf einmal gehört das zusammen. Vorher muss der Rock ganz mini sein, am nächsten Jahr muss er wieder ganz lang sein, am nächsten Jahr muss er flattern oder Falten schmeißen oder sonst irgendwas. Das heißt, uns wird auch permanent vorgeschrieben, ja, was uns gefallen darf. Also welche Mode ist aktuell? Ich kann mich da auch erinnern als Kind, irgendwo hatte ich mal mir neue Jeans kaufen dürfen und da gab es eine, wir haben so weißen Streifen auf der Seite gehabt und das war halt gerade modern. Wusste ich gar nicht. Aber ich wollte die haben, ja, gut ausgeschaut. So, und dann habe ich die gekriegt und auf einmal war ich bei den Mädels, ja, oh, hey Stefan, ja Wahnsinn, ja, hey du, oh, hallo, ja, geil schaust du aus heute. Eine Woche später war das vorbei. Weil da war eine andere Sache in Mode. Ja, oder einen Monat später, weiß ich nicht mehr. Ja, also Mode. Warum gibt es jedes Mal eine neue Mode? Warum ist das so? Warum? Ja, weil die Modedesigner Geld verdienen wollen. Und das macht ja keinen Sinn. Ja, ich meine, während ihr die Scheiße kauft, macht dieser Modedesigner schon wieder eine ganz neue. Wahrscheinlich die neue Kollektion schon fertig. Fürs nächste Jahr. Und es geht wieder nur ums Geld. Übrigens vorher beim Fischessen genauso. Ja. Ich meine, wenn du einen Fisch isst, da brauchst du den und den Weißwein. Aber danach isst du vielleicht noch einen anderen Gang, da brauchst du dann wieder einen Rotwein. Also du musst kaufen. Ja. Kaufen ist wichtig. Kaufen ist das Wichtigste überhaupt.
Was wird noch festgelegt? Es wird festgelegt, wann wir volljährig sind. Auch das ist ein ganz interessantes Thema, wo sich keiner darum Gedanken macht. Wisst ihr eigentlich, dass in Deutschland die Volljährigkeit bei 24 Jahren lag, bis zum 19. Jahrhundert? Ja. Erst ab dem 19. Jahrhundert wurde sie auf 21 Jahre runtergesetzt. Und 1975 wurde sie auf 18 Jahren runtergesetzt. Heißt das jetzt, früher waren die blöder wie heute? Sind wir heute schlauer wie die damals? Andersrum gefragt. Das heißt, wer legt eigentlich fest, ab wann ich volljährig bin? Ist das nicht eigentlich auch eine individuelle Geschichte? Ich meine, ich kenne hier 40-jährige Kindsköpfe. Ich sage jetzt nicht wer. Die meiner Meinung nach nicht volljährig sind oder sein dürften. Ja, und ich kenne ganz vernünftige 15-Jährige, wo ich sage, wow, ja, könnte man es volljährig durchziehen. Also wer bestimmt eigentlich ab wann? Und auch dieses deutsche Denken mit diesem Tag. Ja, also ab dem Geburtstag auf einmal bist du würdig, dann kannst du es. Versteht mich nicht falsch, ja, dass es sowas wie eine Volljährigkeit gibt, ist okay. Aber dieses Pauschale immer, das finde ich eigentlich nicht so toll. Ja, vielleicht könnten auch die Eltern entscheiden, mein Kind sollte jetzt volljährig sein, weil es ist alt genug. Oder ich weiß es nicht. Ja, ich habe auch keine Lösung dafür. Ich finde es nur einfach beschissen, dass man irgendeiner bestimmt darüber, ab jetzt mit 18. Ja, das ist wie bei den Wahlen. Da wo bestimmt wurde, hey Moment mal, die wählen jetzt alle die Rechten. Die Jungen, die haben wir auf unserer Seite. Ja, die können wir mit Fernsehen beeinflussen, das ist geil. Ab jetzt darf man mit 16 wählen. Also dieses Bestimmen, um selber wieder besser dazustehen, finde ich einfach beschissen. Ja, jetzt nehmen wir mal an, du bist schon volljährig und du wolltest mal dein Auto anmelden. Meine Initialen für Vor- und Zunamen sind SS. Das Nummernschild kriegst du nicht. Ja? Und ich hab mir schlau gemacht, ja? Was darf ich eigentlich nicht haben als Nummernschild? Ich meine, das ist von der Regierung festgesetzt und es gibt bundesweit Nummernschilder beim Straßenverkehr, die du nicht haben darfst, wie zum Beispiel SS. SS, die Schutzstaffel. Auch SA darfst du nicht haben. Die Sturmabteilung heißt das. NS wäre die Abkürzung für Nationalsozialismus. Okay. Ja, es könnte natürlich auch SA Sabine Aschauer heißen. NS könnte auch der Norbert Seidenfels heißen. Ja, das ist ganz klar. KZ heißt Konzentrationslager. Könnte aber auch der Konrad Zeppelin sein. Also ich verstehe es oft nicht. HJ, Hitlerjugend. Also wenn ich heute auf mein Auto HJ drauf habe, wer würde da noch an Hitlerjugend denken? Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber die meisten Leute haben diesen Krieg nicht mehr mitgemacht. Die waren nicht mehr dabei. Ja, für die sind das auch keine Aussagen mehr. Das sind einfach zwei Buchstaben, irgendwelche Abkürzungen. Dass man diesen zwei Buchstaben jetzt grundsätzlich Böses anlastet. Man könnte ja auch was Gutes anlasten. Ja? Könnte ja auch sein, dass irgendwas mal ganz toll gewesen ist. Ja? Weiß ich nicht. Vielleicht irgendeinen heiligen Namen oder so. Also zwei Buchstaben, das ist einfach nur Buchstaben. Aber es kommt ja noch schlimmer. Ja, ich habe dann gesehen, dass... Genau, diese Buchstaben, ich habe mich da mal schlau gemacht, das sind rechtsextreme Abkürzungen, so hieß es, und deshalb sind die verboten. Ich habe da mal geguckt, gibt es denn auch linksextreme Abkürzungen, die verboten sind? Und da hieß es ganz klar, nein. Es gibt nichts linksextreme, es gibt zwar viele Buchstabenabkürzungen, ja, aber nein, die sind ja nicht schlimm. Also es ist interessant, wie der eine Extremismus schlimm ist und der andere Extremismus nicht. Ja, dann habe ich geguckt, also in manchen, in verschiedenen Regionen ist zum Beispiel auch das Nummernschild AH verboten. Es könnte ja Adolf Hitler heißen oder Anton Hofreiter.
Ja, da verstehe ich es jetzt wieder. Haha, in Hamburg scheinbar erlaubt, aber regional manchmal verboten, weil es könnte Heil Hitler heißen. Ich weiß nicht, ist das wirklich so, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass das scheiße ist, was da gemacht wird? Einfach zwei Buchstaben, weil irgendwo mal einer was Böses damit gemacht hat. Ich meine, stell dir mal vor, der Hitler ging aufs WC. Da müsste doch WC auch verboten worden sein, oder? Oder der Hitler hat gesagt, ich muss mal, also IMM, verboten. Dann, und das verstehe ich überhaupt nicht, gut, wie gesagt, ich war nie im Krieg, mich hat dieser Krieg auch nie groß interessiert, aber SD, Sicherheitsdienst. Ey. Wie ist denn das? Es gibt doch heute noch einen Haufen Sicherheitsdienste. Dürfen die jetzt auch nicht mehr zu sich Sicherheitsdienst sagen in den gleichen Regionen? Wie kann man SD, Sicherheitsdienst, verbieten? Und der absolute Witz, das sind sowieso dann diese Buchstaben, die Zahlen, ja, wie 1,8. Ja, 1,8. Da wird einfach die Zahl genommen, also die Stelle, wo der Buchstabe steht. Und dann ist 8,8 Heil Hitler, weil haha. Und AH18 wäre dann Adolf Hitler und damit ist es schon wieder verboten. Und lustig war es, dass in manchen Regionen 2,8 verboten ist. Da musste erst mal drauf kommen. Das heißt dann wohl Blut and Honor, wurde mir erzählt. Ich weiß nicht, werden eigentlich bei den Pyramiden dann auch die Hieroglyphen rausgehämmert, die 1,8 darstellen oder 8,8 darstellen? Oder? Also es ist einfach nur ein absoluter Blödsinn, dieser Hype, der da gemacht wird um solche Sachen. PU. In Pforzheim ist das Nummernschild PU verboten. Das würde nämlich heißen Pforzheimer Untermenschen angeblich und wäre beleidigend. Gut, ich weiß jetzt nicht, was Untermenschen sind. Ich, in Sexfilmen wüsste ich, was der Untere ist, aber egal. Das wäre dann beleidigend. Schau nicht so böse, Frau. Der Blick. Was wird euch noch vorgeschrieben? Es gibt einen blöden Namen, ja, falscher Name. Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, die FSK. Die wurde am 18.07.1949 gegründet von der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft und sollte die staatliche Zensur vermeiden. Und sie tut's auch, ja. Der Staat muss die Filme nicht mehr zensieren, sie zensieren selber die Filmchen. Also ich habe es ja noch insoweit verstanden, dass die gesagt haben, hey, wir kümmern uns mal drum, wir haben irgendwie so eine Psychotante dabei, wir haben, also 30 Mitarbeiter sind das, ja, bei der mittlerweile bei der FSK, aber 200 ehrenamtliche Prüfer. Also es gibt wohl 200 ehrenamtliche Menschen, die sich erlauben dürfen, etwas anzusehen, was alle anderen nicht sehen dürfen. Und die teilen dann ein in Altersfreigaben, was an und für sich gar nicht mal, wenn es eine Empfehlung wäre, gar nicht mal so schlimm ist. Ja, da bin ich jetzt wieder der Meinung. Unsere Tochter wollte mal einen Film sehen, der wäre aber jetzt erst ab 16 gewesen, sie war 12. Und da war nichts drin. Ich fand die Filme ab 12 waren manchmal schlimmer als das, was da... Also irgendwie hat da irgendeine Psychotante anders reagiert wie sonst und hat gesagt, nee, der ist ab 16 erst. Und ich glaube, so etwas könnte man dann schon irgendwo auch den Eltern überlassen, ob das für das eigene Kind jetzt schlimm oder schlecht oder gut ist. Und das wäre, wenn es freiwillig ist. Aber es wird natürlich wieder alles verpflichtend gemacht, am besten gleich mit dem Strafmaß hinten dran. Und das Schlimme ist, wenn ihr euch manche Filme anschaut, da frage ich mich, warum ist da überhaupt freigegeben schon ab 12? Ja? Also da gibt es Pornoszenen in 12-jährigen Filmen. Und das ist dann wieder in Ordnung. Irgendwie ein bisschen komisch, aber vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Ja, und diese FSK hat aber irgendwann angefangen, nicht mehr zu sagen, okay, wenn es schlimmer Film ist, 18. Ab 18 darfst du den anschauen, wenn du volljährig bist. Nein, sie haben dann sogar diese 18er-Versionen angefangen zu tabuisieren, zu verbieten. Also auch ein volljähriger Deutscher ist ein Depp. Auch ein volljähriger Deutscher ist nicht fähig, selbst zu entscheiden, ob das für ihn gut oder schlecht ist, anzuschauen. Das heißt, die Bevormundung wurde immer weiter ausgebaut. Ja, das ist die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft.
Und die wird durch eine anständige Regierung auch nicht verboten, wie es ausschaut. Aber da sind wir gleich, wenn wir beim Film sind, Gebühreneinzugszentrale, die heißt heute anders, ich weiß. Die heißt, warte, ich habe es aufgeschrieben, ARD ZDF Deutschland Radio Beitragsservice heißt die heute. Man hat einfach den Namen geändert und hat gedacht, dann gibt es weniger Megimecker. Ist aber trotzdem so. Ja, die GEZ wurde 1973 gegründet und wurde 2013 dann eben umgeschrieben, weil zu viel Mecker da war. Und eigentlich ist es okay, finde ich, dass es eine GEZ gibt. Im ursprünglichen Sinne. Weil die Gebühreneinzugszentrale war dafür da, die haben gesagt, hey, pass mal auf, ja, wir machen jetzt ein Fernsehprogramm für euch. Das kostet halt Geld, das muss irgendwie bezahlt werden. Also wäre schön, wenn da was bezahlt. Insoweit super. So, natürlich haben die gesagt, ja, wir bringen aber auch andere Sachen, weil wir sollen ja zur politischen Meinungsbildung beitragen. Also, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll zur politischen Meinungsbildung beitragen. Das könnte man jetzt auffassen, ja, neutral oder in die Richtung, wo es die Regierung gehen hätte. Also, aus heutiger Sicht, zweites. Ja. Wäre es jetzt neutral, okay, aber warum soll ich dafür bezahlen, wenn die Politiker möchten, dass ich eine Meinungsgebildet werde, also programmiert werde? Warum soll ich da was bezahlen? Da müssten die schon mal was bringen, ne? Mal ein Filmchen oder eine Serie. Und jetzt wäre es natürlich auch anständig, wenn ich dafür bezahle, dass ich dann auch mitbestimmen darf. Ich darf zum Beispiel sagen, hey, schön, dass er die Serie bringt, die ist scheiße. So, und 90% aller Zuschauer sagen das Gleiche. Aber den Einfluss hast du nicht. Auch wenn 100% der Zuschauer sagen, ist alles scheiße, musst du trotzdem bezahlen. Und die machen weiter, wie sie wollen. Ja, also auch hier Bevormundung ohne Ende. Und jetzt kommt das Lustige, die GEZ hat zwar keine Hoheitsrechte, zumindest hatten sie die nie, und ja, seitdem sie Beitragsservice sind, ist aber so, dass sie pfänden dürfen wie die Weltmeister und damit wieder im Recht sind, obwohl sie die Hoheitsrechte nicht haben. Egal, lassen wir das Thema weg. Auch so eine Sache, Steuerklassen. Ihr müsst euch mal vorstellen, man hat früher, und entschuldige, ich bin einfach der Meinung, so eine klassische Familie, ja, einer am Herd, also einer macht den Haushalt und die Kinder und der andere macht Arbeit. Ich bin dafür. Ich bin absolut dafür. Das heißt nicht, dass die Frau am Herd sein muss und der Mann arbeiten muss. Nein, nein, nein. Ich bin dafür, dass einer arbeiten geht und der andere zu Hause den Haushalt, was übrigens auch ganz schön Arbeit ist, den Haushalt macht. Und ja, und so hatten wir es. Und was war denn dann? Gut, ich weiß, damals war es hauptsächlich der Mann, der ist in die Arbeit gegangen, die Frau war zu Hause, aber sie hatten genügend Geld, um in Urlaub zu fahren, sie hatten genügend Geld, die Familie, um sich was anzuschaffen, um auszugehen, um die Frau hat was gehabt davon, Taschengeld und so weiter. Also es war auf alle Fälle so, dass es den Familien gut ging. So. Und dass dann irgendwann mal einer kam und sagt, hey, ich meine, die Frau, dass die sagte, hey, lass mich auch arbeiten, dann verdienen wir beide was, dann haben wir noch mehr Geld und wir können uns richtig was leisten. Ich meine, macht ja Sinn, ja, wenn mehr Leute arbeiten, mehr verdienen, dass man sich auch mehr leisten darf, finde ich. Aber schon 1958 wurde dieses Ehegattensplitting eingeführt. Nur, das war damals, konnte man sagen, 50-50. Das heißt, ich sage jetzt mal ganz blöd, er 5.000, sie ganz extrem jetzt. 1.000 waren es insgesamt 6.000, hat jeder 3.000 verdient und das war das Ehegattensplitting. Und man konnte sich damit tatsächlich was richtig Schönes leisten. Also beide wurden auf 3.000 versteuert, man konnte sich was leisten. Ich fand das gar nicht mal so schlecht. Ja, und dann kam von 1973 so eine Reform mit Hans Apel von der SPD und 86 nochmal mit Gerhard Stoltenberg von der CDU und dann wurde das immer mehr
darauf ausgelegt, dass man weniger verdient. Ja? Das heißt, wenn beide arbeiten, dann macht einer halt für fast umsonst und der andere verdient zwar noch Geld, aber insgesamt wurde immer mehr an Steuern abgezogen. Und dann war es nichts mehr mit, also können wir zweimal oder dreimal in Urlaub gehen. Da war es nichts mehr, hey, da können wir uns unser Häuschen bauen. Aber irgendwann war es dann so, dass wenn man nicht mehr zu zweit arbeiten geht, kann man sich überhaupt nichts mehr leisten. Und bei vielen habe ich es erlebt. Beide gehen arbeiten, da war noch ein Kind irgendwo. Das Kind, ja, da muss man in der Kindertagesstätte schicken und das muss man bezahlen. Beide wollen arbeiten, aber der eine da, der andere da. Da braucht man auf einmal zwei Autos und so weiter und so fort. Auf einmal waren die Ausgaben von dem Verdienst des weniger Verdienenden mit Abzug, Steuer und alles drum und dran, waren dann genau dafür da, um genau das sich leisten zu können, dahin fahren zu können und arbeiten zu können. Also eigentlich hätte man es auch lassen können. Ja. Ich hoffe, ihr habt das jetzt mitgekriegt. Das war jetzt ein bisschen schnell. Ja, aber ich finde das, unheimlich blöd, ja, dass man es immer anpasst. Auch die Arbeitgeber haben sich ja angepasst. Ja, die haben immer weniger bezahlen müssen. Weil, ja, wenn beide arbeiten, ja, oder beide arbeiten müssen, dann reicht es ja, wenn beide so viel haben wie vorher der eine. Aber in dem Bereich gibt es noch ein anderes Beispiel. Ja. Nehmen wir an, diese Pflichtversicherungen. Ich weiß natürlich, ja, wie dieser Generationsvertrag zustande gekommen ist und zu dem damaligen Zeitpunkt sicherlich auch gut war, was Rentenversicherung betrifft. Aber jetzt überlegt euch mal, ich habe mal berechnet, was, wenn ihr eure Rentenpflichtversicherung und Arbeitgeberteil, der übrigens allein die Bezeichnung Arbeitgeberteil finde ich eine Frechheit, denn ihr verdient das Geld. Das heißt, ich weiß nicht, warum ihr das so aufgeteilt habt, man hätte es auch gleich euch geben können. So, wenn ihr also euren Anteil und den Arbeitgeberanteil der Rentenversicherung in eine Lebensversicherung einbezahlt hättet, in eine kapitalbildende Lebensversicherung, dann überlegt ihr mal, was passiert wäre. Entweder ihr sagt dann, ja, mit 65 gehe ich raus, aber da bist du ein reicher Pinkel. Oder du hättest sagen können, ja, du nach 30, vielleicht 35 Jahren reicht es eigentlich. Ich gehe jetzt mit von mir aus 50 in Rente. Hättest du machen können. Weil da hättest du richtig viel Kohle in der Hand. Jeder von uns. Keiner müsste anfangen zu betteln um seine Rente. Keiner müsste Angst haben, dass die Rente immer weniger wird. Und keiner hätte von eurem Geld Aussiedler zahlen können. Ja, in den 80er Jahren wurden Aussiedler, die kamen, also sie waren früher mal in Deutschland, sind beim Krieg, im Krieg oder vor dem Krieg geflüchtet, zum Beispiel nach Rumänien, kamen dann wieder zurück, haben nie was einbezahlt, aber die haben die volle Rente bekommen, weil sie waren ja Deutsche. Ja. Und ich sage immer so ganz übertrieben, und wenn die noch einen deutschen Schäferhund dabei hatten, war das auch ein Deutscher, der hat auch Rente gekriegt. War jetzt natürlich ein Witz. Für die Pandemiebewältigung, ganz offiziell, also es gibt keine Zahlen offiziell, es gibt aber offiziell die Angaben, dass aus der Rentenversicherung ein Haufen Geld für Medikamente, also sprich für die Spritzen, für Masken und auch für diese Dingszahlungen, wie heißen die Zahlungen, diese, die ihr dann sowieso wieder zurückzahlen habt müssen, die Corona-Ausgleichszahlungen, ich weiß nicht. Ja, die redet ihr mit mir. Du hast nicht zugehört, noch schlimmer. Die hört mir nie zu. Okay, also diese 6.000 Euro, die es da gab, weiß nicht, wie hieß das? Corona-Soforthilfezahlungen, genau. Die wurden auch dort rausgenommen. Könnt ihr googeln, ist so. Ja, das heißt also, aus euren Rentenbeiträgen wird das bezahlt. Und da wird keiner von euch gefragt. Und die Verwaltungskosten, auch das könnt ihr bei der BFA nachschauen. Unglaublich. Oder bei der Deutschen Rentenversicherung, DRV heißen die jetzt. Ja, es ist unglaublich, was dieser Verwaltungsaufwand im Prozent, müsst ihr mal schauen, was das ist. Ja, von daher, eigentlich zahlt ihr diese Rentenversicherung nur ein, um verarscht zu werden. Aber irgendjemand bestimmt, dass das so sein muss. Ja,
auch, was mir in Deutschland halt aufgefallen ist, eigentlich erst, in Deutschland ist mir das gar nicht aufgefallen, hier fällt es mir halt auf, es gibt hier fast nirgends Verbotsschilder. Ja? Da darfst du nicht reingehen, du darfst das Gelände nicht betreten. Solche Sachen gibt es hier eigentlich gar nicht. Also selten, sehr selten. Ja, wenn es irgendeine Militärgeschichte ist oder Polizeigeschichte ist, dann natürlich nicht. Oder bei der Regierung. Aber wenn du jetzt irgendeine Dammanlage hast, dann kannst du da überall spazieren gehen. Ja? Oder dieses Gefahr-Zutritt-Verboten-Schild habe ich hier sehr, sehr selten gesehen. Und ja, du gehst in Deutschland irgendwo mitten durch den Wald, durch irgendeine Natur, auf einmal ist da ein Zaun oder einfach nur ein Schild, ja, wo draufsteht, gefährliches Gelände, Zutritt verboten. Und man denkt, ja gut, ist meine eigene Gefahr, wenn ich da hingehe, aber es scheint in Deutschland nicht so zu sein. Was auch immer mir in Deutschland aufgefallen ist, egal, manchmal hat es gestimmt, manchmal hat es nicht gestimmt. Ja, egal, wenn du etwas wolltest, ja, das ist versicherungstechnisch nicht machbar. Oder aufgrund der Versicherung dürfen wir das nicht. Oder die Versicherung zahlt nicht, wenn. Also bin ich hier wirklich froh. Ja. Es gibt hier zwar Versicherungen, aber nicht solche blöden Sprüche. Ich weiß noch, wie mein Arbeitgeber gesagt hat, du musst nach 10 Stunden mit dem Auto heimfahren, du darfst, also musst daheim sein, du darfst nicht länger als 10 Stunden am Tag fahren. War im Außendienst. Und ich habe dann gesagt, ja, gilt das denn auch für PKWs? Ja. Ja, sage ich, gut, pass auf, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, dann bin ich eh da. Und nein, das darfst du darfst nicht mehr fahren, das ist ganz, 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 ganz schlimm und verboten. Die Versicherung, aus Versicherung, die Berufsgenossenschaft sagt das. Ich habe mir dann erlaubt, zum Leidwesen meines damaligen Arbeitgebers, bei der Berufsgenossenschaft anzurufen und habe gesagt, hey, wie ist denn das eigentlich? Dann haben die gesagt, nee, das ist zwar tatsächlich eine Vorgabe von uns, aber wir müssen auch zahlen, wenn du diese Vorgaben überschreitest. Ja, also es wird immer so diese Versicherung vorgeschoben mit allem. Also wenn dann bestimmte Leute nicht mehr weiterkommen oder nicht mehr weiter können, dann versicherungstechnisch. Also wenn du dein Nein nicht akzeptierst, dann Versicherung. Dann musst du es akzeptieren. Haha. Also auch hier immer wieder Bevormundung. Ja, dann gibt es das Wording, das es mittlerweile gibt. Das nervt mich ja sowieso. Und jetzt, nur mal als Beispiel. Das Wort Zigeuner ist ja irgendwie verboten. Ich weiß nicht, vielleicht wird auch das Video hier gesperrt, weil ich darüber spreche, keine Ahnung. Und es wird dann immer gesagt, ja, Sinti und Roma, die wollen das nicht. Ich habe mal ein Interview gesehen, ist zwar jetzt schon länger her, aber da hat einer der Führer von denen gesagt, es kann nicht sein, dass uns das Wort Zigeuner verboten wird. Wir sind stolz darauf, Zigeuner zu sein, und das waren wir unser Leben lang. Auf einmal aber ist es ein böses Wort. Das Wort Neger, ich meine, da kennt er mich ja schon. Hier, wo ich lebe, ist das Wort Neger ganz normal, und die Neger sagen zu sich selber Neger. So. Und das ist weder abstoßend noch sonst irgendwas oder verboten. Auch nicht Rassismus oder gar nichts. Ja, das Wort Neger ist ja ein ganz normales Wort. So wie Mzungu eben auch. Und ich finde es auch ganz interessant, die Berichte, die sind mir nicht mehr zu finden, aber es gab damals einen Bericht vom Mohrenkeller in Düsseldorf, den es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Aber der sollte sich umbenennen, der Wirt hat sich geweigert, und was war's? Der Wirt war selber ein Schwarzer, und er hat gesagt, ich lass mir doch nicht sagen, wann ich beleidigt sein muss. Das weiß ich schon selbst. Und ich fand diese Aussage, ich würde es gerne einspielen, aber ich finde es nicht mehr. Aber diese Aussage fand ich einfach perfekt. Ja, ich fand es so schön, dass mal ein Schwarzer selber darüber gesprochen hat und gesagt hat, ich bin Neger und ich stehe dazu. Andere Wörter wie Eskimo zum Beispiel. Auch interessant, ja. Die Inuits fühlen sich beleidigt, wenn man das Wort Eskimo sagt. Jetzt sage ich was. Die Inuits haben gar keine Ahnung, dass wir das sagen, und die interessiert das einen Scheißdreck, was wir sagen. Ja, es ist einfach nur eine Geschichte, die uns kontrollieren wieder soll. Ja, man muss uns zeigen, ihr dürft nicht alles sagen. Ja, ihr habt zwar Meinungsfreiheit, aber ja, nicht eure Meinung sagen, sondern nur dann, wenn ich dir das erlaube. Und das ist nichts anderes, als was da hier gemacht wird. Genauso mit den Indianern.
Ja, ich kenne zwei Indianer persönlich, die habe ich in Amerika kennengelernt. Die haben zwar gelacht darüber, wie dieses Wort Indianer entstanden ist, denn eigentlich sind sie ja keine Indianer, weil sie nicht in Indi aus Indien sind. Aber die haben das Wort vom ersten Tag an so angenommen und sehen das auch nicht als irgendwie böse. Ja, wenn man fragt, wie wollt ihr eigentlich angesprochen werden, oder ja, kannst du Indianer sagen oder in dem Fall Sioux. Ja. Gut. Also, wir Deutschen habe ich den Eindruck, wir brauchen einfach jemanden, der uns sagt, wo es lang geht. Wir müssen jemanden haben, der uns führt. Ja, also wir brauchen wieder unseren Führer, nicht den, sondern einen anderen, wie es ausschaut. Und den haben wir. Ja, wir haben eine ganze Regierung, die uns führt. Die führt uns schon dahin, wo sie es gerne haben möchte, und wir lassen uns gerne führen. Irgendwo sind wir auch erzogen worden dazu, dass wir keine eigene Meinung mehr sagen. Und wenn wir sie sagen, dann sind wir neuerdings rechtsextrem, sonst wie böse, Volksverhetzer und was es halt noch so gibt. Lustig ist, dass wir selbst glauben, eine eigene Meinung zu haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass wir noch eine eigene Meinung haben, aber man lässt es uns glauben. Ja? Das ist das Gleiche mit der Freiheit. Man lässt uns glauben, dass wir in Freiheit leben. Aber dazu kommt mal ein anderes Wort am Sonntag. So, jetzt habe ich euch eine halbe Stunde voll gelabert. Wer es bis hierher geschafft hat, Hut ab, muss ich echt sagen. Und ja, bis zum nächsten Sonntag wünsche ich euch was. Ciao.